So, genau. Richtig, immer diese Kreise ziehen, bis sich so ein Pferd gelöst hat. Das ist natürlich ein Prozess, der ist langweilig angeblich, aber unglaublich spannend. Unglaublich spannend, so ein Pferd für sich zu gewinnen. Gerade so einer. So, jetzt aufpassen. Jetzt geht die Tür auf, da guckt er natürlich, ganz genau. Ganz genau, so ist gut, jetzt rechts rum, wieder so, loslassen, loben, genau, nicht, so, weiter spielen, immer ganz ruhig, jetzt nimmst du das Tempo mal ein bisschen zurück, da kannst du, so, und loslassen, und jetzt, so, ja, vorsichtig treiben, loslassen, weg die Hände, weg, so, nicht, du musst erreichen, dass der sich dehnen kann, das wird ihm dann angenehm über den Rücken, das ist so wichtig. Ganz genau, ruhig weiter. Ja, das ist schwer, ist nicht einfach, wenn man so ein Kribbeligen hat unterm Sattel. So. Wenn er dann einigermaßen zu regeln ist, dann kann man so ein Pferd auch abgaloppieren. Er muss einigermaßen regelbar sein. Wenn man aber dann, wenn man jetzt so galoppieren würde, das Pferd immer zurückziehen müsste mit der Hand, ruhiger, wieder ruhig, etwas zurückführen, zurück, so, dann kann man das machen, aber wenn man ziehen muss, das ist Gift, so, und loslassen, jetzt ruhig, so, genau, immer ruhig weiter, ja, alles gut, so ist brav, so ist doch, ruhig weiter, immer wieder diese Kreise ziehen lassen, bist du ruhig, das ist natürlich, wenn die dann in einer Reitstunde sind, da können sie natürlich jetzt keine Lektion mitreiten, das geht gar nicht. Da können sie halt eben Volten reiten, Kehrtvolten reiten, immer bewegen, dass das Pferd elastisch gemacht wird, gymnastiziert wird. Und wenn sie den dann so weit haben, dass er auf der, so ist das brav, die linke Seite ist auch die bessere Seite, nicht? Nicht? Der ist auch auf der rechten Seite etwas hohl. Und dann ist die stabilere Seite auch die linke Seite. Da geht er auch ein bisschen ruhiger. So ist er schon brav. Und wieder links rum. Und loben. Loslassen und loben. So. Nicht rumkrabbeln da mit dem Finger immer so am Hals da rummachen. Mal anklopfen. Ne? So, jawohl. Ruhig mal anklopfen. Anklopfen. So ist brav. Genau. Wieder zurücknehmen. Jedes Mal, wenn du die Hand wechselst, nimmst du dein Pferd mal ein bisschen zurück aus dem Tempo. Zurücknehmen und lässt es los. Damit dein Pferd weiß, aha, Hand wechsle ich, nehme ich zurück. Zurücknehmen jetzt mal, mach mal Hand. So, und loslassen wieder. Genau. Bis er so dahin latscht. Das ist wichtig. So ist gut. Das sieht doch schon mal besser aus. Jawohl. Wieder zurücknehmen. Etwas. Das Tempo. So, und loslassen wieder. Und dann kannst zu reiten und dann muss man dahin kommen, dass man das Pferd aus der Hinterhand so arbeitet, dass es sich, auch das junge Pferd, sehen Sie mal, wir kriegen eine ganz andere Gangart, dass sich das Pferd nun jetzt zur Hand hin dehnt. So, ja, ruhig weiter. So, ja. Man muss halt eben die Natur des Pferdes immer dabei berücksichtigen. Bloß nicht ungeduldig werden, so ist schön. So, kriegt er ganz andere Bewegung, wird auch ganz anders sich leider. So, ganz ruhig, weil jetzt musst du aufpassen in diesem Moment. Nicht? Das sind so Phasen, die dann ein Pferd immer wieder bekommt. Mal einen kleineren Kreis nehmen, halbe Parade, zurücknehmen. Parade, loslassen. Loslassen. So, wieder Parade. So, wieder Parade und loslassen. Und wieder Parade und wieder loslassen. So, und loben. Jetzt loben. Jetzt schnell. So, und wieder Parade. So. Und loslassen. Und jetzt wieder dran leiten, Handwechsel machen. So geht das weiter. Und jetzt sitzt du mal aus, gleich bleib ruhig sitzen. So, ganz genau, weiter reiten, spielen, Kontakt halten. So, das ist jetzt eine ganz spannende Geschichte. Jetzt nimmt sie immer mehr Einfluss auf die Natur des Pferdes. Immer weiter ruhig, weit dranbleiben. Nicht? Wenn einer zur Tür hingeht, meint er, wäre ein Pferd. Weiter reiten, wieder leicht traben, ruhig leicht traben. So, gut. So, und jetzt machst du da eine Volte. Aus dieser Volte gehst du in die Rechtsvolte. So. Wir haben nämlich, das ist jetzt ein Punkt bei ihm erreicht, wo er eigentlich normalerweise Schritt gehen müsste. Aber wir lassen ihn einfach nur ein bisschen gehen. So, und jetzt die Hand vor, da, dass er die Haltung vor dem Widerrest los ist. Jetzt können Sie sagen, ach, der ist ja viel zu eng. Natürlich ist er das. Normal. Aber erst muss er doch mal zum Treiben, sie muss zum Treiben kommen, dass sie loslassen kann.
ohne dass er nun jetzt wegläuft. Ja, das möchte ich erreichen. Ob wir das heute Abend noch kriegen, weiß ich nicht. Mal gucken, was? Wenigstens lächelt sie schon so ein bisschen. So, los, loben, loben. So, so, jawohl. Jetzt hältst du ihr den mal. Ja, 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 ja. Der möchte gerne so seinen Willen machen. Wir versuchen das gleich mal. Jetzt bringt er uns ganz. Jetzt bringt sie uns ganz durcheinander. So, jetzt müssen wir. So, geh mal Schritt, Schritt, Schritt. Eine neue Situation für ihn. So, jetzt muss er sich erstmal entspannen wieder. Kommt ein anderes Pferd rein. Ganz wichtig hierbei, wir haben gestern nicht Zeit. Ich würde dieses Pferd, den würde ich jetzt zum Beispiel zweimal am Tag rausnehmen. Ich würde den morgens so eine halbe, drei, vier so reiten. Damit das nochmal das Gleiche und würde dann vielleicht, wenn ich Gelände dafür habe, im leichten Sitz abgaloppieren. Das würde ich aber auch jeden Tag so machen, bis der den Hals fallen lässt und sich an die Hand heranreiten lässt. Als junges, vierjähriges Pferd. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber er muss sich wirklich auslaufen. Das geht nicht. Den kann man nicht regeln, indem man den immer zurückreitet. Das darf man nicht machen bei dem Pferd.